So, es ist ja schon etwas später am Abend und ich denke, wir sollten ein kleines bisschen ehrlich zueinander sein. Mal Hand hoch, wir hatten diese Woche schon alle Sex gehabt. War gut? Sehr schön. Wenigstens einer in der Runde. Also ich habe keinen gehabt. Resi? Ja, ich hatte mal eine wahnwitzige Idee. Das heißt, in meiner letzten Arbeitnehmertätigkeit war ich der logistische Leiter der Bundesgartenschau. Bin viel durch Europa rumgekommen und habe durch Umständen diesen Trend mit den günstigen Schuhen der Mellow Budget mitgenommen. Habe gesagt, okay, das gibt es grundsätzlich so in Ostdeutschland noch nicht. Probier's das einfach mal. Angesetzt, das heißt, Grundkonzept, Schuhe von 5 bis 30 Euro zu verkaufen, saisonal bedingt, Weekly Business ganz einfach, um dort Trend zu setzen, die ganzen Social Media Kanäle zu bespielen, einen hohen Content zu setzen. Instagram damals gab es noch nicht in dem Sinne. War eine coole Nummer. Wir steigen ganz einfach mal 2010 ein. Kurz zur Umsatzskalierung. 2010 als One-Man-Show gegründet von mir, stand selber im Laden drin. War der Umsatz so bei ca. 70.000 Euro gewesen, hatten 50 Quadratmeter Laden, war ein guter Umsatz. Habe ich gesagt, okay, kommst du gut rein, kann funktionieren. Alles beobachtet, das Ganze. 2011 die Schuh- und Produktpalette noch etwas erweitert gehabt in den ganzen Bereich. Diesbezüglich noch die Mitarbeiter noch eingestellt und mehr Öffnungszeiten zu skalieren, haben dort verschiedene Marketingmaßnahmen betrieben, hatten noch mehr Kooperationen gesetzt, haben Pakete verkauft, dass dementsprechend wirklich schon 2011 dann ein Umsatz von 200.000 da stand. Dann kam, okay, Idee funktioniert, wird ausgebaut. In der Zwischenzeit war es so gewesen, dass die Kundinnen, muss man sagen, ganz einfach schon aus Chemnitz, Plauen, Gera, Annaberg, auch Leipzig und Dresden direkt zu uns nach Zwickau gekommen sind und haben gesagt, hey, das, was du machst, das gibt's nicht, wir wollen deine Schuhe. Die sind echt rausgekommen mit 20 Paar Schuhe und dann hast du einen Umsatz gehabt von 250 Euro nur an einer Person. Dann hat sich unheimlich ein Umsatz skaliert. Pfiffischer Geschäftsmann sagte, okay, bevor deine Kunden zu dir kommen, kommst du zu den Kunden, ist ja ganz normal. Haben dort dann den ersten Store den zweiten Store in Chemnitz eröffnet. Okay, mal gucken. Muss man sagen. Nach dem zweiten Store ist dann eigentlich auch der Umzug von Zwickau in die nächste Skalierung stattgefunden. Das heißt, wir haben die ganzen Stores optimiert, mit der Standardlage in 1A-Lage positioniert, dass die Frequenz erhöht wird, indem der pro Quadratmeter Umsatz auch gestiegen ist. Ja, das war so der Grundansatz zu sagen, okay, wie geht es denn so grundsätzlich weiter mit der ganzen Geschichte hier? Dann hatten wir eine ziemlich coole Idee, haben gesagt, okay, wir machen den 10-Minute-Pop-Up-Day. Das heißt, wir hatten überlegt, was funktioniert grundsätzlich im Osten so richtig gut. Das heißt, es ist ein Mindermengenprinzip. Wir haben zuerst angefangen zu sagen, okay, jede Schuhgröße gibt es nur 1 bis 2 Mal. Hat eingeschlagen wie eine Bombe. Auch bei Facebook und Instagram, was dann später dazu gekommen ist. 10-Minute-Pop-Up. Das erste Mal durchgeführt am 10.10.2010, 10.10 Uhr, jeder Schuh 10 Euro. Eingeschlagen wie eine Bombe. Das heißt, die haben Klassenfahrten zu uns unternommen, muss man sagen, Wandertage. Da standen wirklich drei Mädchenklassen da mit Lehrerinnen. Ich habe gesagt, wie habt ihr das geschafft? Wir haben gesagt, wir boykottieren den Unterricht und sagen ganz einfach, wir kaufen euch ein paar Schuhe oder wir kaufen ihnen ein paar Schuhe. Das war so der Grundansatz. Ganz kurz, können wir das Video abspielen? Wenn das geht, das war. Ja, das, wie gesagt, war eine ganz kleine Sequenz aus der ganzen Geschichte heraus. Nach der ganzen Sache, wo das alles so funktioniert, haben wir gesagt, okay, why not, gehen wir den nächsten Unternehmensschritt. Das heißt, Büro angemietet, repräsentatives Büro, muss man sagen, haben dann mit vielen Banken gesprochen, eigentlich mit allen üblichen Playern, die es auf dem Markt so gibt. Dann war es ganz einfach so gewesen, dass die Banker ziemlich schwer begeistert waren, was wir so vonstatten haben, wie viele Schuhe wir verkauft haben, wenn du kurz die Umsatzleiste dir siehst, was wir verkauft haben, halt bei 2 Millionen und das mit 10 Euro Ballerina, das sind verdammt viel, muss man so sagen. Ne?
Die Marge war ziemlich gut. Wir haben dann selber schon Italien, Frankreich eingekauft, hatten auch Eigenproduktionen schon gesetzt, wo wir, sagen wir mal, kann man ehrlich sein, im EK für eine Ballerina 1,50 Euro bezahlt haben und haben das dann rausgeknallt für 9,50 Euro oder teilweise 15 Euro. All das war schon H&M-Niveau, ganz einfach mal. Ja, mit den Bankern die kompletten Standardanalysen durchgegangen, waren Sachsen, Sachsen-Anhalt, die ganzen ostdeutschen Länder, sage ich mal, das wollten wir bespielen, in dem Schritt, das Ganze bis 2020. Hatten dann, ist ausgegangen gerade? Ja, hatten dann das ganze Thema mit den Bankern durchgespielt. Die waren relativ, ich will mal sagen, nass wie Nachbars Lubi gewesen. Weil mit solchen Zahlen und Skalierungen und Social Media Kanälen und Monitorisierung weckt man den gewisse Gelüste, will ich mal so sagen. Wer hat schon mal intensiv mit Bankern verhandelt? Mal kurz Hand hoch. Einer? Glaube ich nicht, oder? Banker ticken grundsätzlich so, die gehen relativ schwer aus der Reserve zu locken. Das dauert schon ziemlich lange, die haben die üblichen Skalierungen in den einzelnen Branchen. Und wenn man dann, sag mal, als Mann mit einer Frauen- oder mit einem Frauenbusiness um die Ecke kommt, dann werden das mal hellhörig. Dann haben wir denen auf Deutsch gesagt ein paar schöne bunte Zahlen präsentiert, die denen gefallen haben. Haben, wie gesagt, jedes Bundesland mit den Bankern besucht. Wir haben Roadshows gemacht, Veranstaltungen, da war Wasser, Trinken, Catering, alles komplett dabei, dass wir die alle richtig schön abgeholt haben. Das war so der Grundansatz. Sonst wäre das nicht gegangen. Ansatz war für die ganz einfach, wir waren zu jung gewesen. Wir haben gesagt, okay, wir müssen die SAB mit ins Boot nehmen. Das heißt im Risikokapitalmanagement. Die haben dann gesagt, okay, wir gucken uns die ganze Geschichte mit euch mal an und fahren mal nach Dresden. Nach Dresden gefahren, das Konzept präsentiert. Klingt gut, eine richtig geile Nummer. Ja, dann kleiner Auszug aus der Expansionsanalyse war so, dass wir gesagt haben, wir unterscheiden die Stores in S, M und L. Das heißt, nach Einwohnerzahlen ganz einfach gerichtet gewesen und die Skalierungen dazu. In den ganzen Verfahren, was wir so hatten, haben wir so sehr am Rad gedreht, dass irgendwann mal bei mir das Telefon geklingelt hat, das war bei meiner Buchhalterin, das ist Franzi, die hat gesagt, Martin, da ist Facebook am Telefon. Ich sag, ja, alles klar, da ist Facebook am Telefon. Und dazu muss man sagen, 2012 gab es in Europa selbst noch keine Niederlassung, auch noch in Deutschland noch nicht. Da hat der Marc aus den USA angerufen, hat gesagt, what are you doing? In gebrochenen Englisch und Deutsch. Und da habe ich gesagt, okay, wir verkaufen Schuhe. Ich weiß, ich sehe das, aber verdammt viel. Das ist richtig. Das heißt, wir hatten damals zu dem Zeitpunkt 21.000 Likes, hatten pro Klick oder pro Post, muss man sagen, eine Reichweite von 15.000 Reichweite. Das heißt, unbezahlt, muss man sagen. Das könntest du ungefähr heute vergleichen, wenn du 100 bis 200.000 Follower hast und hast 150.000 Contents drauf, ganz einfach. Das ist, kriegst du heute nicht mehr realisiert, nicht ohne Geld. Deswegen sind wir bei denen ins Raster gefallen bei Facebook, weil wir auf einen Umkreis von 100 Kilometern vom Standort Zwickau aus gesehen 21.000 Follower hatten, dort gezielt noch 90% weibliche Kunden waren oder Follower und die uns konstant geliked haben. Deswegen hat er den Hörer in den USA in der Hand genommen und hat uns einfach angerufen und hat gesagt, was wollen wir machen? Dann hat er mir was ins Ohr geflüstert, das ging ungefähr 2-3 Minuten. Mein Grinsen wollte gar nicht mehr aufhören. Hat gesagt, Martin, du kriegst jetzt erstmal einen 5.000 Euro Gutschein von uns. Den strecken wir auf einen Monat und gucken, was passiert. Ich habe gesagt, okay, das machen wir. Dementsprechend haben wir alle Posts, alle Textposts, die gesetzt werden, nur mit diesen 5.000 Euro verballert. Wir haben nicht unbedingt mehr Reichweite gewonnen, aber wir haben die Reichweite einfrieren können, weil Facebook damals angefangen hat, seinen Algorithmus zu verändern. Vielleicht manche Marketer oder Sie wissen das bei euch, und da war so eine ganz schwierige Zeit damals. Umbruch, hat sich alles geändert, Facebook wie Google gerade alle 2 Wochen, hast du, Mensch, kann doch nicht schon wieder was Neues sein. Ja. Dann war es ganz einfach so gewesen, dass wir dann bei den Bankern gesagt haben, okay, liebe Banker, wir brauchen für die ganze Geschichte mal 3,5 Millionen plus Online-Shop, weil die Bewegung Online-Shop war da damals eine relativ große Sache. Problem war, Herr Kuczynski, die Stores gehen wir mit, Online-Shop nein. Ich, why, das ist der nächste Schritt. Das heißt, einfach nur auf eine Karte setzen, ist man ein bisschen zu Risiko gehabt. Das heißt, einen Trend darf man auch nicht verpassen. Der Banker, das ist grundsätzlich richtig, aber wir haben keine Kennzahlen. Ich habe gesagt, das ist nicht ernst, dass ihr keine Kennzahlen habt für Online-Shops. Doch, da wird aktuell nur Geld gedreht, das ist da alles nur Humbug, man weiß, wo der Trend hingeht 2012. Dann muss ich dazu sagen, habe ich mich etwas verleiten lassen, weil wenn dir
die Hand gereicht wird, bei 3,5 Millionen, du kannst dich selber verwirklichen als Unternehmer, habe ich mich auf den Deal eingelassen, quasi. Wir sind dort den ganzen Weg gegangen, bis zur Vertragsunterzeichnung quasi. Und dann kommen wir in relativer Knackpunkt. Der Knackpunkt nennt sich 2014. Im Januar bis März ist im Einzelhandel absolute Sauergurkenzeit. Bei uns war es so gewesen, wir hatten einen Umsatzrekord plus im Vorjahr zu 35%. Die Banker sind ausgeflippt, die haben gesagt, Herr Kuczynski, wie machen Sie das und wie macht ihr das? Das geht nicht, alle anderen haben Negativzahlen, ihr habt positive. Was macht ihr? Ich habe gesagt, okay, das Ding, das geht durch wie Länderspiel. 3,5 Millionen, ich habe schon das Ziel vor Augen gesehen. Man denkt dann, ehrlich gesagt, echt, wann steht der erste Fahrer vor dir? Das ist kein Scheiß, ne? Das denkst du, weil du wirst dann relativ blind. Umsatz- und Kapitalbedarfsplan nach oben korrigiert, das Ganze, den Bankern jeden Monat rübergereicht. Dann kommt das zweite Quartal 2014. Umsatzeinbruch von 35%, unterschwellig, okay, kann passieren, ist halt so. Und Banker, ja, Herr Kuczynski, alles normal, passt. Ist halt so. Macht man sich keine weiteren Gedanken. Dann kommt das dritte Quartal, da gab es einen richtigen Ruck. Nochmal um 45% runter zum Vorjahr. Das heißt, irgendwann geht mal das Geld, was du auf dem Konto hast, geht aus. Das ist einfach so. Und dann musst du langfristig gucken, wo du stehst und was passiert. Dann kam das vierte Quartal, Anfang von dem Quartal, und da wird es relativ grinselig. Wenn dann du weißt, okay, du hast noch 350.000 Euro auf dem Konto, deine laufenden Kosten, Personalkosten, Miete, Fixkosten etc., was drauf kommt, Wareneinkauf, der vorfinanziert werden muss, wird langsam schwierig und eng. Haben dort eins gemacht, haben dort einen Insolvenzverwalter bei Zeiten schon mit ins Boot geholt, im Rahmen von der Unternehmensberatung, die gesagt, um einfach das Worst-Case-Szenario mal zu skalieren. Die haben gesagt, okay, wir gehen auch wieder zur SAP, nicht zur Expansionsplanung, sondern Sanierungsstrukturierungsplanung. Die haben sich natürlich an den Kopf gegriffen. Sie waren doch vor zwei Wochen erst ungefähr vor einem halben Jahr da, auf Deutsch gesagt, und wollten 3,5 Millionen von uns zur Expansion von 30 Läden. Jetzt sind sie in der Sanierung drin. Das läuft bei Ihnen nicht richtig. Wie das ganze Spiel denen dargestellt, wie die aktuelle Situation sich ist. Wollten natürlich auch wissen, warum das so ist. Wir tiefengründig analysiert, Wetter, Umschwünge, Ferien, die optischen, katholischen, alles kleine Humbug, muss man sagen. Die Welt hat sich in dem Zeitpunkt geändert. Das heißt, Geiz ist geil, war vorbei. Das heißt, das Konzept mit günstigen Schuhen, mit günstigen Produkten, konntest du direkt einen Haken dran machen. Die Erlichterung kam bloß leider etwas zu spät. Das heißt, der Fokus war klar nach vorne gerichtet, klar auf die Expansion. Zu lange gezögert, vielleicht auch wollte ich es nicht sehen, muss man sagen. Und zu viel Gas gegeben, einfach zu viel Gas. Das heißt, alles andere, was an mir herum passiert ist, ist zu schnell an mir vorbeigegangen und ich habe es auch nicht wahrgenommen. Und ich war auch relativ beratungsresistent, muss ich sagen, und auch geworden, weil die Verkaufszahlen und die Absatzzahlen und die Umsätze haben mir recht gegeben. Das, was wir tun und wie wir es tun, das stimmt alles. Aber erst, wo es im Berg reinging, ist man so langsam wach geworden und dann kommt doch irgendwo Step by Step die Ernüchterung. Kollege, sollst du mir überlegen, was da noch abgeht da draußen. Das heißt, es war einfach so, die Nachhaltigkeit wurde geboren, die ganzen Bioläden sind aus dem Boden gepoppt von Deutschland, muss man so sagen. Das heißt, die Russland- und Ukraine-Geschichte kam auf den Boden. Das heißt, viele Bürger, sage ich mal, haben ihre Spareinlagen zurückgezogen, haben gespart. Das heißt, wir haben mit vielen Banken gesprochen, die haben gesagt, die Spareinlagen sind um 0,03 und 0,05% gestiegen. Das ist unheimlich viel aufs Bruttoinlandsprodukt gesehen. Und das wirkt sich natürlich negativ auf den reinen Kaufkonsum aus. Dazu kommt wiederum, dass der reine Kaufkonsum von Platz 1 auf Platz 5 gerutscht ist. Das heißt, weiße Ware, Reisen, Urlaub, Investitionen in Häuser, Investitionsgüter, Niedrigzinspolitik, das war alles so ein Thema, was ganz langsam angefangen hat. Und dann bleibt eigentlich grundsätzlich für den reinen Konsum ganz wenig Geld noch übrig. Und man muss dazu sagen, ein härter Online-Job oder das ganze Online-Business hat sich skaliert. Die dann irgendwo angefangen haben, uns die Butter vom Brot zu nehmen. Muss man ganz einfach sagen, wie es ist. Parallel lief die ganze Geschichte mit der SAB. Um es mal abzukürzen, die SAB hat sich dann in der Kapitaldienstfähigkeit verrechnet. Für manche Unternehmer, die mit der SAB zu tun haben, das heißt, die Beantragung läuft da alles über die Hausbank. Die Hausbank hat gesagt, Herr Kuczynski, Unterlagen sind okay. Unternehmensberater hat gesagt, Unterlagen sind okay. Nur die SAB war der Meinung, dass die Zahlen nicht in Ordnung sind und irgendwann muss man eine Entscheidung treffen, weil die Zeit einen nach vorne oder wegrennt, um ein Sanierungskonzept zu erstellen. Dann kommt der, ich bin ehrlich, ein lapidarer Dreizeiler per Brief reingeschneiden, bitte alle Unterlagen nochmal neu einreichen. Das sind 3 Monate vergangen. Da fängst du natürlich ganz schön an, was ist denn das für eine Scheiße hier?
Ja, die Entscheidung war dann relativ schnell gefunden, um irgendwo das Geld, was noch auf dem Konto war, für die Fortführung des Unternehmens zu verwenden. Das heißt, den harten Cut reinzuhalten, das Insolvenz anzumelden. Das habe ich dann getan. Bin dann mit dem Verwalter quasi in den Weg gegangen der Fortführung. Das heißt, Insolvenzgesetz hat sich in den letzten 3 Jahren so gewandelt, dass es nicht Liquidierung ist, sondern auch klipp und klar vom Staat vorgegeben ist, dass Firmen fortzuführen sind, wenn nicht die Masseunzulänglichkeit zwingend angemeldet werden muss. Das heißt, dass nichts mehr da ist. Ja, gesagt, getan. So sieht es grundsätzlich erstmal aus, wenn alle Läden zu sind, muss man sagen. Wir haben dann geguckt, aus dieser nötigen Situation sollen wir das Beste rauszumachen, haben gesagt, okay, wir kleben Klebezettel ran und versuchen mit unseren Kunden weiter zu kommunizieren, auch über die Social Media Kanäle. Wenn Läden zu sind und die Kunden nicht kaufen können und du einen Shitstorm erntest auf Social Media Kanälen, dann wird es unheimlich kritisch. Das heißt, da musst du schon ganz schön Eier beweisen, dass du den Kunden bei Stange hältst und musst natürlich denen irgendwo ein Ziel geben, weil die ganze Fangemeinde, die wollten Schuhe kaufen und die standen auch hinter uns. Wir haben uns auch klar und offen kommuniziert, was gerade bei uns los ist, dass es, wir unter Umstrukturierung sind und wir bitten, dass die einfach bei uns bleiben. Und da muss man sagen, die Kunden sind bei uns geblieben. Das Einzige, was nur leider nicht ganz funktioniert hat, war das Konzept mit der Fortführung. Das heißt, wir haben dann nochmal einen Kredit aufgenommen, ein Privatdarlehen, mit dem Verwalter quasi zusammen. Dort konnten wir einen Neustart setzen. Das ging aber nicht lange gut, weil einfach unter Volllast, muss man sehen, unter Insolvenz ist es so, dass du gewisse Mitarbeiter einfach nicht entlassen kannst, wenn du gerade Insolvenzgeld beantragt hast. Das heißt, volle Kosten oder Personalkosten nur mit einem Laden, der übrig geblieben ist, und das ging nur eine Zeit bedingt gut. Dann hieß es von heute auf morgen, Herr Kuczynski, es gibt 2 Möglichkeiten. Die eine mache ich und die andere müssen Sie sich drum kümmern. Das hieß, ich mache definitiv zu, ich muss die Masseunzulänglichkeit anreichen. Und Sie haben jetzt 48 Stunden Zeit, den hier zu finden. Weiß jemand, wer das ist? Waren alle mal jung. Wer ist das? Das ist der Weiße Ritter, richtig. Entweder Sie finden den Weißen Ritter, der rangeritten kommt als Investor, oder es ist vorbei für Sie. Der Weiße Ritter kam 12 Stunden vor der Angst. Er kam aus Leipzig, muss man sagen. War ziemlich gut. Unternehmerisch haben wir wunderbar zueinander gepasst. Frühaufsteher, klar strukturiert, klar denkend, fordernd, hart aber herzlich. Mitreisend, begeistert, sage ich mal in dem Sinne. Er ist mit reingekommen, wir haben das ganze Ding klassisch skaliert. Das Unternehmen wurde in einem Asset-Deal rausgekauft, mit einem Neustart mit 50.000 Euro konnten wir da loslegen. Das Grundproblem an der ganzen Geschichte war einfach das, dass mit der Zeit sich auch seine Firmenstrukturen etwas geändert haben. Es war mehr im Projektmanagement angesehen, das ganze Thema. Und wenn dort mal Projekte nicht ganz zeitnah gezahlt werden, wird es auch dort eng. Den Fall hatten wir dann Step by Step, dass es so war, dass dann mittlerweile irgendwann gar keine Kommunikation mehr stattgefunden hat, wie über WhatsApp, keine Telefonate, nicht Erreichbarkeit, über Wochen oder besser gesagt schon Monate hinweg. Und das ist natürlich, es geht an die Substanz, es geht an die Nerven. Und irgendwann muss man auch dort mal wieder eine Entscheidung treffen, wie weit geht man nicht. Dann hat es mal kurz wehgetan und dort war es dann so, dass wir uns einfach gesagt haben, wir trennen uns. War kurz unschön, aber ist halt manchmal so im Leben. Da kann man nichts ändern. Aber es kommt halt immer ganz drauf an im Leben, wie schnell man wieder steht. Weil das ist das, was eigentlich ausmacht. Selbst als Kind fällt man hin und man steht wieder auf. Und je öfter man diesen Prozess durchläuft, umso schneller hat man das in der Gewachsenen auch wieder drin. Und von daher ist das Ganze hat sich so gesetzt, jeder, der eine Strategie hat, oder jeder hat eine Strategie, bis er einen in die Fresse bekommt. Das ist von Mike Tyson ein ziemlich guter Spruch. Und damit das nicht passiert oder der Schlag von außen kommt, sind wir für euch da. Das heißt, wir machen Unternehmen wieder flott, passen auf, dass gewisse Dinge nicht passieren und erarbeiten Wettbewerbsvorsprünge heraus. Vielen Dank.